Herzlich willkommen bei Lehrer zockt Savtech Ages. Ja, es ist früher Morgen und der Kaffee steht bereit. Ich bin gut gelaunt und wie ihr seht, habe ich schon mal Kupfer gefunden. Ich werde es jetzt noch ein bisschen abernten und es ist so viel da, also ich werde ein bisschen was mitnehmen und dann gehe ich wieder hoch. Außerdem Tin habe ich auch schon gefunden und Kohle auch. Ne? Dann zeige ich euch mal, was ich in der Zeit schon mal ein bisschen oben getrieben habe. Und dann werden wir ja das erste Mal hoffentlich bald die Meltery benutzen. Ich bin gespannt. Ja, wie ihr seht, markiere ich mir hier, wo ich mich runterbuddeln muss, wenn ich ein neues Copper haben will. Das gleiche habe ich mit Tin und Kohle auch gemacht. Es ist so, dass hier diese Dinger am Boden liegen, diese Samples. Und die kann man auch aufheben. Und bei diesen Samples soll man sich nach unten buddeln. Also man findet jetzt nichts, ja. Aber wenn du dich ein bisschen oder wenn man sich ein bisschen nach unten buddelt, dann findet man was. Und hier kommen auch diese Cluster raus und aus denen können wir dann Kupfer machen. Hervorragend. Ja, und wie ihr seht, ich habe schon eine Brücke auf die andere Seite gebaut. Weil ich will ja hier drüben Häuser und Farmen und sowas bauen. Und jetzt müssen wir erstmal schlafen gehen, damit wir nicht von diesen ganzen Viechern genervt werden. Ja, hervorragend. Ich denke, dass die Höhle werden wir jetzt langsam umstrukturieren, nach unten umziehen. Langsam. Und was wir jetzt erstmal brauchen, ist ein bisschen mehr Holzkohle. So. Erinnert euch an das Rezept, nicht wahr? Jetzt haben wir schon mal 8. Ne, das brauche ich noch. Dieses Zeug. Das hier drin. Das ist irgendwie alles noch nicht ganz so optimal sortiert. Eigentlich ist es gar nicht sortiert. Ich habe es nicht sortiert. Ich gebe es zu. Ich habe es nicht sortiert. Okay. Was soll's? Diese Dinge hatte ich noch. Ich hatte da noch irgendwo einen von denen. Ist auch egal. Dirt habe ich auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein wenig Holzkohle produzieren. Weil die brauchen wir, um unten den Melter auch ein bisschen zu bedienen. Ne? Da keine Lust, jetzt die ganze Kohle reinzuschmeißen. Sondern machen wir noch einen zweiten. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so clever. Vielleicht hätte ich das auch einfach vorher auf 8 erweitern können. Leider nicht so clever gewesen, ne? So. Ich hoffe, das geht noch gut. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Aber die Holzkohle wäre schon sinnvoll, ne? Okay. Und dann habe ich schon rausgefunden, wenn wir den Melter benutzen, brauchen wir ein Casting Besen. Ja, das können wir entweder so oder so machen. Und warum brauchen wir das? Weil wir brauchen Tin Ingots. Und diese Ingots können wir mit diesem Casting, mit diesem. Ach, jetzt fällt ich hasse das, wenn mir Wörter nicht einfallen. Erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Ja, mit diesen Schablonen, die kennen wir noch nicht. Und wir können aber aus einem Tin Block 9 von denen machen. Und diesen Block erhalten wir wiederum, wenn wir einen kompletten Tin Block hier in den Casting Basin schießen.
Das heißt also, wir müssen diesen Casting-Person machen, entweder über Porzellan 6, 7 oder über Shardbricks. Ich bin schon fast dazu geneigt, das hier zu machen. Ja, weil das kriegt man auch relativ einfach her, ne? 7 Stück, das ist super. Das werde ich jetzt mal vorbereiten. Soweit ich weiß, kann man das sowieso da unten sehen. Ach, guck mal, hier haben wir auch ein bisschen Gravel schon. Nehmen wir einfach mal 10 Stück. Ich finde schade, dass man die hier immer noch nicht rausdrehen kann. Unser Sand ist, glaube ich, unten. Wird hier gefangen. Aha. Ja. 7. Gut, jetzt muss ich es ganz rausnehmen. Ist ja nicht schlimm. Das Gute ist auch dort drin. Perfekt. Den Stein, den brauche ich regelmäßig. Okay. So, dann gehe ich jetzt mal zu diesem Millstone und werde Clay, Sand und Gravel verwursteln zu Grout. So, die Holzkohle scheint fertig zu sein. Allerdings hat das leider nicht mehr geklappt, da die anderen noch anzuzünden. Das heißt, die müssen wir jetzt mal separat machen. Ist ja nicht das Problem, ne? Machen wir dann eben Dirt hin. Aber ihr seht, 35 aus 4 so Dingern, das ist schon ziemlich gut, ne? So, dann kommt jetzt nochmal der Stick. Okay, lassen wir die auch nochmal ein bisschen brennen. Jetzt können wir schon mal die ersten Tinnen schmelzen lassen. Wir brauchen ja 9 Stück. Haben wir Tinnen. Neun Stück brauchen wir auf jeden Fall. So, 3 geht's leider nur. Ja, das ist natürlich zu kalt, also kommt die Kohle rein. Und er kann 16 packen, das ist super. Ich brauche ja mehr als 7, ich brauche ja noch dieses. Wie heißt das nochmal? Das ist ja. Das ist es. Teil, was man braucht, um das da rauszuziehen. Es ist nicht das Casting-Channel. Ja, warte mal, ich suche das mal eben. Ja, da haben wir es. Also es ist doch irgendwie richtig erinnert, das Fosse. Oder Fosse, oder also wie auch immer, dass man das ausspricht. Das brauchen wir auch, um das natürlich da rauszuziehen. Casting-Table brauchen wir natürlich noch nicht, weil wir keine Casting-Plates haben, ne? Also, nochmal 3 mehr drauf. Weil prinzipiell alles jetzt ist ja wie Crowd dafür da. So, dann haben wir den schon mal fertig. So viel Zeug. Okay, räumen wir mal kurz auf. Green Chest. Keine Ahnung. Also ja, die Ordnung ist eine Katastrophe. Aber ich ordne das dann off-camera irgendwann, wenn ich dann ein Haus gebaut habe und ein paar schöne Kisten dabei habe. Und jetzt brauchen wir noch dem hier, dem sein Ding. Oh, Arschloch kommt. Da gibt mir deine Knochen. So, 3 Stück sind drin. Nochmal 3. Die machen aber vielleicht Geräusche, ne? Vielleicht gehe ich doch gleich rüber pennen. So, zack, zack. Kurz warten. Oh. Zeug ohne Ende. Dann nochmal 3. Jetzt sieht man, das sind da schon drin. Sehr gut.
Hier habe ich meinen Hammer hingepackt. Oh. Oh no. Gut, dass wir hier dieses Ding haben, ne? Ah. Ganz in Ruhe. Rüstung. So, ja. Die Rüstung lässt sich nicht reparieren. Doch. Nice. Sehr gut. Also ganz wichtig. Oh nein, Scheiße. Ist wieder einer mit einer Hupe. Also wirklich, Hupe, sage ich schon. Na, was tust du? Wo ist er hin? Er sitzt mir auf der Schulter? What? Bleibt da sitzen. Wie kriege ich den denn jetzt von der Schulter runter? Boah, egal. Ja, Mann. Okay, ein Block. Zack, draufdrücken. Jetzt fließt er da rein. Schluck Kaffee. Also immer ein guter Zeitpunkt, Kaffee zu trinken. So, Leute, das erste Material. Nice. Kupfer brauchen wir auch bald. Das heißt, ich nehme ja auch schon mal einen neuen raus, einfach, damit man schon mal einen Block machen kann. Klar könnte man jetzt einen Hopper hier hinpacken. Dann würde man das besser nachfüllen können. Habe ich jetzt aber gar keinen Bock drauf. So. Jetzt kommt das Ding hier drauf. Dann nimmt man diesen Hammer. Und kloppt damit Rechtsklick drauf. Und schon hat man Tinningots. 9 Stück. Sweet. Jetzt machen wir das gleiche mit Copper. Das braucht ein bisschen länger beim Schmelzen. Das ist gar nicht so blöd, wenn man jetzt einen Hopper baut. Was gibt's denn jetzt für Hopper? Gibt es immer noch die blöden Hopper? Ja, es gibt immer noch die blöden Hopper. Der hier ist richtig kacke. Wobei man könnte eine Kiste bauen und den da drunter setzen. Dann zieht er das da raus, ne? Bevor man jetzt wieder hier so ein. Okay, vielleicht machen wir das einfach so. Du gehst dahin. So. Kiste. Und dann Hopper ist. Ich habe noch Chests oben. Wie gesagt, irgendwann habe ich mal gesagt, ich hasse es, Dinge zu verschwenden. Ich habe sogar noch einen Hopper. Ja, und hier noch Kisten. Ja, machen wir das auch so. Oh, das hat sich gut angehört. Da ist die nächste Charcoal fertig. Dann packen wir dich dahin. Und dich dahin. Und jetzt müsstet ihr das da rausziehen, da reinziehen. Ja, perfekt. Jetzt kann man immer das, was man schmetten will, da reinziehen. Da reinziehen, da reinlegen. So. Okay. So, was kann man denn mit dem ganzen Unfug machen? Ich weiß, dass man mit Tin zum Beispiel sein Schild verbessern kann. Oh. Das gefällt mir auch. Das packe ich einfach mal dahin. Hier, ich wollte mal irgendwann ein Schild machen. Und dieses Schild lässt sich tatsächlich mit Bronze verbessern. Oh, Max Projection ist schon ziemlich gut. Okay. Kupfer könnte man auch machen. Also Bronze ist natürlich geil, ne? 680. Ja, und Tin.
Es hat nur 320, also müsste man das am besten daraus Bronze machen. Und Bronze kriegt man, glaube ich, wenn man die mischt, ne? Molten Bronze. Kann ich das noch nicht zusammenpacken hier? Eigentlich müsste das gehen. Dass man einfach Tin und Kupfer mischt, ne? Ich kenne auch eigentlich noch das Verhältnis, aber ich wundere mich, warum es hier nicht im... Ne. Im JI, das gibt... Ah, im Killen muss man das machen. Das ergibt Sinn, ja. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. 3 zu 1, okay. Dafür ist er da. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen den Killen, um dann Bronze zu machen. Ja, gut, hätte man auch einfach hier nur den Pfad folgen können. Okay. Ja, ich habe schon gesehen, hier gibt es noch eine Dimension, the Beneath. Hier gibt es auch eine Dimension. Die müsste man, wenn man irgendwann mal Bedarf hat, auch mal die Tore dafür bauen. Hier braucht man, hier fängt ein bisschen Blood Magic an. Okay, also Next Step ist ein Killen. Alloy Killen. Ich weiß nicht, wie man Killen ausspricht. Ich spreche es jetzt einfach Killen aus. Killen. Okay, wer ist denn jetzt mit dir? Alter. Okay, der braucht ein bisschen. So, dann packen wir den wenigstens schon mal da oben rein. Genau, da brauchen wir, glaube ich, schon das ein einiges an. Okay, Bricks und Sandstone. Alles klar. Bricks und Sandstone. Ich gehe dann mal alles vorbereiten. Okay, das Kupfer ist fertig. Das werden wir jetzt mal zu Bricks verarbeiten. Wir brauchen dann den Engineer's Hammer. Dafür brauchen wir zwei von dem Bronze, von dem Kupfer-Ingots, damit wir den Killen, Alloy Killen da. Warten, bis es getrocknet ist, so. Bis wir den. Zack. Okay. Craften können. Also, wir müssen den jetzt bauen. Der ist gar nicht so groß. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen. Glaube, 4x4 war es schon. Also 2x2x2. Und dann kommt der hier noch. Zack. Und jetzt Rechtsklick. Und da ist er fertig. Gut. Jetzt kann man hier Kupfer und Tin reinpacken. Ich glaube, wir brauchen jede Menge Kupfer, ne? Und natürlich Kohle. Ich meine, die ist schon wieder fertig. Ja, perfekt. Das funktioniert echt gut. Ja, also wenn ihr Charcoal braucht. Oder Energiequellen. That's it. Das ist definitiv die Methode. Diesmal 41. Ja, super. Kriegt man ordentlich Zündstoff. So, packen wir die hier rein. Und jetzt kriegen wir Bronze raus. Sehr gut. Okay, der verbraucht das glücklicherweise nicht, ne? Ja. Also haben wir mal 18. Das sind dann zwei Blöcke. Die passen auch gar nicht alle rein, aber das ist nicht so wichtig. Zack. Zack. Wir brauchen deutlich mehr Kupfer. Um Bronze herzustellen als Tin, ne? Den Chisel, den wollte ich unbedingt nachher noch machen. Damit können wir dann schöne Sachen craften, um Gebäude zu bauen. Okay, Bronze haben wir. Sehr gut.
Ein Necronomicon müssen wir craften, okay. Ah ja, die haben wir bereits gefunden. Okay, einfach Plant-Wine zusammenpacken. Das dürfte nicht das Problem sein. Davon habe ich jede Menge noch oben. Okay. Sieht aus, jetzt bräuchten wir ein bisschen mehr Holzkohle. Wenn wir das direkt mitmachen. Jetzt hatte ich 8 Stück. 8 sind 16, ne? Nein, nicht 17, 16. Davon. Dann machen wir dich. Was ist das Anzünddings da? Sehr gut. Okay. Dieses Teil hier. Wo ist es? Nee, doch da. Nee, Ordnung, Ordnung. Memo an mich, Ordnung. So, haben wir das fertig. Die vier Mopeds und die vier Mopeds. 1, 2, 3, 4. Und wo sind diese eckigen blauen? Da. 1, 3, 4. Okay. Gut, dass wir diese Zombies da getötet haben. Haben wir das schon mal erledigt. Und wieder sehr, sehr, sehr viel lesen. Machen wir später. Okay, ich räume erstmal ein bisschen auf. Zieht euch den rein, ey. Der dänzt hier unter meiner Brücke ab. Dann müsste man eigentlich so eine richtig coole Musik einspielen. Na gut. Was ist verrückt? Wenn ihr schon hier seid. Dann nehmen wir euch auch glatt mit. Gierigen, ey. Jetzt bist du gerade da mal kurz im Wasser. Und schon wollen sie der an den Kragen. Ja, ich wollte ein bisschen Reisbrot machen. Aber das war so lustig, deswegen wollte ich es euch zeigen. Okay, hier ist das Reisbrot. Das wird jetzt gerade gemacht. Ich zeige euch dann nochmal, wie das geht. Ihr braucht 3 Reis. Die müsst ihr grinden. Mindestens. So. Normalerweise lasse ich das jetzt mit den Pferden machen, aber das ist nach unten laufen, umbauen und nee, da habe ich mir lieber einen neuen kleinen Grindstone gemacht für 3 Stück. Oh, da hört ihr die Charcoal fertig, sehr gut. Und wenn ihr die 3 habt, braucht ihr noch ein Salz statt 3. Dann brauchen wir einmal Wasser. Wasser. Dafür ist das hier da. So, das heißt Wasser hier rein in den Besen. Dann das, was ihr gegrindet habt. 3 Stück, ein Salz. Und dann dreimal umrühren. Eins, zwei, drei. Zack. Und dann kommt hier das hier raus und das könnt ihr da reinpacken und dann kommt Brot raus. Und ihr seht, Reisbrot ist ziemlich gut. Weil Grain ist 3%. Das ist schon ziemlich gut, ja. Ne? Perfekt. So, was wollte ich machen? Ach ja, aufräumen. So, ich mache jetzt einfach hier ein Schild. Ich das ja mal austesten wollte. Oh.
Dieses Schild können wir dann noch verbessern, indem wir Bronze darüber gießen, ne? Puh. War das auch in diesem, ja, das war ein, nee, das, da, dafür brauchen wir den Casting. Okay. Okay. Können wir machen, kein Problem. Zack. Wie viel kommen denn da drauf? 4 Ingots. 4 Bronze, okay. Ich glaube, die haben wir ja schon. 3, 4. So, wir könnten auch noch einfach einen zweiten machen. Es wird sogar noch mit den Bricks aufgehen. Ja, machen wir so einfach. Ne? Können wir beides machen und müssen dann nicht immer. Naja. Das braucht deutlich mehr. Müssen wir mal nach oben gehen und welches holen. Jupp. Das klappt auch alles. Richtig nice. Richtig nice. Also dieses Rezept, wer sich das ausgedacht hat, das macht mir hier irgendwie besonders Spaß. So, guckt euch das an. Viel, viel, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Dann füllen wir das mal auf hier. Nein. Nee, was? Okay. Dann legen wir mal das Schild hier rein. Ich denke, das Schild ist auch ganz gut nachher gegen den Endgegner, weil der schießt ja mit Pfeilen. Hier gegen den einen da. Den hier. Dann wird man nicht sofort weggeschossen, ne? Ja, ein paar Sekunden noch. Naja, halb so wild. Copper. Wofür die mal hinfliegen? Wo sie hinfliegen? Ist ja schon ordentlich. Stellen wir noch ein paar Bronze her. Vier Stück, das bin ich mal gespannt. Tada! Jetzt habe ich ein richtig Bronzeschild, ey. Block and left click to shield bash. Der kann sogar hauen. Nice. Das ist schon mal ein gutes Schild. So. Was man auf jeden Fall auch machen kann, ist das hier. Dann kriegst du mal so ein Tinplate. Dem. Ach Quatsch. Kann ich jetzt ein Chisel machen? Ach krass, da kann man sogar farbige Blöcke mitmachen. Hier kann man sich jetzt richtig austoben. Na, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt nicht so der kreative Bauer.
oder beziehungsweise Gebäudebauer, ne? Und wir gucken mal, ob wir was Schönes kredenzen. So, das wäre es dann auch gewesen für heute. Wir haben schon ein gutes Stück geschafft. Mir hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns. Adios.